tritt auf der Stelle. Lass es stehen, das ist noch nicht fertig. Okay, aber hast du ein altes? So eins wie das, Papa? Und der Schädel. Und was ist mit dem? Es gefällt mir irgendwie besser, oder? Papa, danke, ich hätte gerne einen Fettaugenshake. Die Zelte sind die Kabinen. Das die Tribüne. Hier sitzen Raban und Joschka. Ihr sprecht in ein Rohrtelefon. Das läuft zu dem Megafon und die hängen an den Masten der Baustrahler Flutlichtanlage. Sie hat es erwischt. Ohne Vanessa werden wir am Samstag verlieren. Denk an dein Flugkopfballtor. Oder an ihren Albtraumpass. Leon, das schafft noch nicht einmal ich. Wir sehen uns morgen im Teufelstopf. Wo ist Vanessa? Und ob es das ist. Schade nur, dass Vanessa das nicht sieht. Aber wisst ihr, ich glaube, da passiert gerade was mit euch, was ihr noch nicht kennt. Und was soll das sein? Vanessa war schon immer ein Mädchen. Ach, was du nicht sagst. Hm. Du musst uns deinen besten Anzug ausleihen. Na, ich glaube, ihr habt und dann brauchen wir doch ein paar falsche Bärte. Das schaffst du doch, oder? Papa. Und der dicke Michi schaut aus wie Meier Dingsbums persönlich. Oh, einen Moment. Joschka? Jetzt ist es perfekt. Der Meier Dingsbums. Oh, nee. Marlon, das war mein bester Anzug. Wage das Wagnis. Mein netter Freund Vanessa, ich liebe deinen Hinterradreifen. Deinen extra breiten Hinterradreifen, ich meine, wenn dann schon richtig. Weil deine Augen, wenn du gehst, die Farben mitnehmen. Und wie war's? Hey! Was soll das? Der ist auch Gonzales, weißt du? Und der ist echt cool. Und jetzt passt mal auf. Sie hat eine so lange Nase, dass sie die, wenn sie erkältet war, sich in den Mund stecken konnte. Stimmt das, Raban? Kumpel Kraut drüben. Was sollen wir jetzt tun? Nein, Leon. Sie hat ihm alles erzählt. Sie hat uns verraten. Wenn sie bleibt, dann bleibt Gonzo im Teufelszopf. Und dann spielen wir nicht gegen die Nationalmannschaft. Aber dann gibt es die wilden Kerle nicht mehr. Und was machen wir jetzt? Und dann fehlt uns noch eine Kleinigkeit, Marlon. Ein Geheimgang. Gibt es sowas? Ich weiß nicht. Vielleicht. Es gibt da ein Rohr. Hier, direkt hinter den Büschen. Aber da passen nur zwei von uns rein. Joschka und Raban.